Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dark Cloud, dem Bonusteil. Wir befinden uns ja noch bei den 100 Ebenen. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Wow. Wir sind bei 48 angekommen oder müssen 48 noch machen. Auf jeden Fall, wir sind fast bei der Hälfte. Und es wurde mir jetzt auch ein Kommentar geschrieben, wo ich das Make-up abgeben kann. Das werden wir jetzt auch erstmal machen. Ich bin mir gerade unsicher, ob jetzt hier auch ein Ding es gibt. Ein Schalter. Ich glaube schon, aber ich weiß jetzt nicht, wer das ist. So, ich habe Osmans Waffe gelevelt, aber ich konnte es zweimal aufstufen. Mehr nicht. Also ich habe mehr kann ich da an der Waffe gerade nicht dran machen. Ich habe keine Ahnung. Aber er ist jetzt wesentlich stärker. Ja. In manchen Sachen. So, ich habe ein paar Dinger hier noch. Aber das war's eigentlich. Ich habe zweimal abgegradet und ich habe immer noch Kristallaugapfel. Liegt einfach daran, dass ich die einfach nicht alle geschafft habe. Und auch nicht alle brauchte. Ja. Ich war enttäuscht eigentlich, dass es nur zwei Stufen hatte. Also es war nicht wirklich viel. So. Aufbewahrungsort. Ich hätte gerne das Make-up. Was nehmen wir denn hier mit? Gar nichts, ne? Okay, das die packe ich mal weg. Und ich habe bestimmt wieder drei gefunden oder so. Ich finde das heftig. Wie viel man von diesen hinteren Ebenen findet in den Dingens. So, er wurde hat auch geschrieben, er ist nur abends, morgens, mittags da. Also nicht nachts. Ich schau mal, erstmal muss ich doch so suchen, wo sein Haus ist. Oder ob es eine See ist. Aber er hört sich nach seiner Schreibweise nach einem Kerl an, der mehr Kraft haben möchte. Naja. Totes Haus, Häuptlingsstamms, KLG-Zelle. Okay. Da. Jibubu. Jibubu. Na, schauen wir mal, ob der zu Hause ist. Wir haben noch recht morgens. Und du bist zu Hause. Das ist super. Jibubu. Obwohl es einen Gegenstand gibt, mit dem man sein Aussehen verbessern kann. Den habe ich. Was? Was ist das für ein Gegenstand? Das Make-up. Ach, das ist doch dieser Schönling, ne? Oh, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist also die viel berühmte Grundierung. Die nehme ich, danke. Bitte nimm das dafür von mir an. Üs? Tonfigur. Das ist eine Art Spielzeug für Neandertaler. Aber Jungs in deinem Alter mögen so etwas doch, oder? Okay, jetzt habe ich eine Spielfigur. Was kann das? Okay, Tonfüge einen legendären Riesen nachempfunden. Ist es Art jetzt ein Tauschhandel? Muss ich damit jetzt jemanden anderes glücklich machen? Ich habe eine Idee.
Ich guck mal, ob es funktioniert. Erstmal gucken. So, auf geht's nach Gelbstein. Denn dort war jemand, der auch was gesucht, glaube ich, hat. Und ich habe keine Ahnung, ob es das ist. Ich probiere es einfach mal aus. Ansonsten könnt ihr es mir in die Kommentare reinschreiben. So, hallo, ich heiße Manja und sammle Mondobjekte. Ich sammle alte Sachen. Hast du welche für mich? Alte Sachen, aber du sammelst Mondobjekte. Was ist hier alt? Oh, das passt sogar. Wow. Cool. Woher hast du die Tonfigur? Wo hast du diese Tonfigur? Eine uralte Tonfigur von einem uralten Volk erschaffen. Und dieses Modell ist absolut selten. Davon gibt es nur ein paar Dutzend Exemplare. Kann ich sie bitte haben? Bitte. Na klar. Okay, das. Ich hätte nicht gedacht, dass es geklappt hätte. Aber vielen Dank, Karma, dass du mir zumindest den Anfang gezeigt hast. Und den habe ich zufällig nochmal gefunden, als ich nach einem Händler gesucht habe. Juhu, juhe! Ja, vielen Dank. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Oh, ich hab's. Ich gebe dir meinen Schatz dafür. Hier. Sonne. Die kriegst du nicht zurück, auch wenn du darum bittest. Das hier ist mein neuer Schatz. Vielen Dank. Kannst du gerne haben. So. Sonne. Ah, warte mal. Sonne ist doch... Ja. Ah, okay. Das war ein kurzer Tauschhandel, aber hat sich gelohnt. Denn die Sonne kann, glaube ich, einiges. Die Sonne kann einiges. Was genau? Warte mal. Was macht die genau nochmal? Ich glaube, die erhöht alles. Ja, sie erhöht einfach alles. Das ist eigentlich recht selten. Warte mal, oder? Na, okay, da unten erhöht sie jetzt nichts. Jetzt gucken wir jetzt gleich mal, was sie jetzt... Also, da hat man gesehen, erhöht sie alles. Da erhöht sie auch eigentlich alles. Das sehen wir jetzt an einer anderen Waffe. Aber sollte eigentlich alles erhöhen. Oh ne, warte mal, hier nichts. Hier erhöht sie alles. Ja. Okay. Erhöht soweit hier alles. Also alle Elemente. Hier diese Elemente. Alle Stärkungs- oder gegen was man gut kämpfen kann. Und halt Angriff. Okay. Behalten wir mal. Okay. Kurzer Tauschhandel. Muss auch mal sein. Vielen Dank dafür. Jetzt konnte ich endlich das abschließen. Nach langer Zeit. Weil ich wusste wirklich nicht, was ich mit diesem Make-up machen sollte. Gut. Aber wir machen jetzt weiter in den Ebenen. Denn wir müssen so langsam mal vorwärts kommen. Wir sind gut in den ersten paar Wochen durchgekommen. Aber jetzt geht's weiter. Die Hälfte. Die Hälfte kommt. Und wir machen auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Mal gucken. Ja, wir sind jetzt bei 48. Also bis 47 haben wir. 48, 49, 50. Nice. Thank you.
So. Jetzt können wir mal einen anderen Sound. Sound nehmen. So. Ach, du schon wieder. Ah, jetzt muss ich erstmal gucken, was du für eine Schwäche hast. Kälte glaube ich eher nicht. Ich glaube Wind. Okay, hinter mir ist jemand. Okay, Wind ist es auch nicht. Vielleicht Donner? Okay, jetzt müssen wir den Zaun packen. Okay, es ist Donner. Okay. Wurde ich getroffen? Ich hab's nicht gesehen. Da ist Goldie. Na komm. Na komm. Oh, ich wurde vergiftet. Verdammt. Ich hab nichts, ne? Okay, Goldie. Da brauche ich mit Elektron nicht ankommen. Vielleicht hast du aber auch Windschwäche oder so. Muss mal bei mir ein bisschen leiser machen. Da Moment. Ah, schon angenehmer. So. Soundbugs beheben. Ja, das ist leider bei Osman so. Ich weiß nicht warum. Okay, Antikleber-Amulett. Ja, und ich krieg jetzt stetig Schaden. Und noch von den getroffen. Oh mein Gott. Hält das Gift auch bis zur nächsten Ebene? Karte. Oh. Hilft das? Ich hoffe mal. Der Brunnen sollte. Sollte schon gut sein. Aber es hilft nicht gegen Gift. Ah, warte mal. Fledermäuse sind gut. Ist gegen Wind, aber. Windschwäche. So, Starbreaker ist voll. Ja, klar, die kann noch ein bisschen stärker werden. Deswegen rüsten wir jetzt erstmal auf. Packen wir direkt da die Sonne rein. Ja. Das sieht doch schon mal. Das sieht doch schon gut aus. So. Angriff. War noch irgendwas? Wind können wir noch reinklatschen. Den Rest hier brauche ich gar nicht drauf achten. So. So, einmal Waffe reparieren. Nicht attackieren, reparieren. So, mal wieder heilen. Das heißt, wenn du jetzt den Ausgangsschlüssel hättest, keiner von euch hat den. Das ist schlecht. Kriegen wir vielleicht eine große Spritze oder Gegengift? Nee, leider. Das ist schlecht. Also jetzt werde ich vergiftet und habe kein Gegengift dabei. Schon wieder ein Apfel, Augapfel. Ich krieg die Käse mit den Viechern. Wenn nicht, dann sterbe ich. Dann nehme ich Wiederbelebungsdingen. Die kann man ja kaufen zum Glück. So. Aufnahme ist aktuell voll. Okay. Alles klar. Jetzt sind wir doch mal im 100er-Bereich. Okay, Angriff.
Stadt rein. Für den Sound. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, du warst Donner, oder? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Obwohl Donner und Prinz sieht jetzt gleich aus. Sehr schön, du hast einen Öffnungsschuss und direkt vor mir ist der Ausgang. Ich werde auch sofort jetzt gehen. Also, nächste Ebene. Wir wollen ja weiter gehen. Weiter nach oben. Oh. Bin ich jetzt immer noch vergiftet? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die Statusveränderungen, die bleiben bestehen. Leider. Ja, Gift ist immer noch da. Ja, keine Wirkung. Nein, ich hab den. Sie haben jetzt. Okay. So, Waffe. Nein, nicht Waffe, sondern Gegenstand. So, einmal muss man wiederholen. Ja, okay, da ist doch ein großer Unterschied. Aber der macht ja auch ganz viel Schaden. Also, der macht ja mehrere Schadensdinger. So, wir wollen mit Osten weiter. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine gute Waffe hat. Egal, ich behalte jetzt erstmal das. Wir brauchen einen Schlüssel, um weiterzukommen. Mal wieder. So, einmal bitte. Noch ein Augapfel. Oh mein Gott, ey, wie viele ich hier finde einfach. Moment. Ich glaube, diese Bischofs waren heilig, oder? Ja, das sieht gut aus. Au. Was? Wir sehen ihn noch mal an. Ah, sehr schön. Okay. Jo, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Auf geht's. Wieder zwei, ne? Ich komme gar nicht davon los. Ich schaff das gar nicht.